Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 2. April 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disney News Video. Ja, es haben sich wieder einige News angesammelt über die letzten Wochen und ich möchte euch natürlich wie immer in diesem Video auf den aktuellen Stand bringen, euch auf euren nächsten Disneyland Paris Trip vorbereiten, was euch erwartet, was euch vielleicht nicht erwartet. Die News-Videos beinhalten alle möglichen Neuigkeiten über Disneyland Paris, Attraktionsschließungen, Wiedereröffnungen, alles rund um das Disneyland Paris. Und ich würde sagen, wir legen los. Die erste Neuigkeit ist tatsächlich schon ein bisschen länger in Kraft getreten. Ich weiß aber nicht mehr genau das Datum. Aber so bei unserem letzten Trip war es schon der Fall, dass es keine 3G-Regeln mehr gibt. Ich habe es auch vergessen, im Vlog zu erwähnen, deswegen auch nochmal hier. Also, es gibt keine Eintrittsbeschränkungen mehr, kann man das so sagen. Also ihr müsst nicht vorzeigen, ob ihr geimpft, genesen, getestet, was auch immer seid. Ihr müsst einfach gar nichts mehr vorzeigen. Disneyland Paris ist zur Normalität übergegangen. Keine Abstände, keine Masken, keine Eintrittsbeschränkungen. Also ihr könnt einfach so wieder hinfahren, ohne euch irgendwie Gedanken zu machen, ob ihr alle Anforderungen erfüllt. Deswegen, ja. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Muss man halt für sich abwägen, ob es jetzt dann für einen die richtige Entscheidung ist, hinzufahren mit den ganzen Lockerungen, Wegfallen der ganzen Maßnahmen. Muss man halt für sich entscheiden. Aber ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das gut mit den ganzen Wegfallen der ganzen Maßnahmen, also Maske, kein 3G etc. etc.? Also findet ihr das gut oder habt ihr jetzt Bedenken, ins Disneyland Paris zu fahren? Weil man muss ja natürlich dazu sagen, es ist super voll. Also beim Jahreskarten-Event letzte Woche war es sehr, sehr voll und man steht in sehr engen Menschentrauben, wenn man das so sagen kann. Und ich muss aber auch zugeben, ich ziehe dann auch nicht immer meine Maske an. Also wenn jemand neben mir ganz oft viel hustet zum Beispiel oder so, dann muss ich sagen, ziehe ich auch die Maske an, aber sonst lasse ich mich da irgendwie jetzt nicht mehr einschränken und lasse die Maske aus. Und natürlich ein Risiko für mich, dass ich mich anstecke, aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Ihr könnt natürlich weiterhin die Maske anziehen bei Illuminations, bei Paraden. Es wird tatsächlich auch empfohlen, die Maske bei so engen Veranstaltungen zu tragen, aber das liegt ganz bei euch. Ja, das war die erste Neuigkeit. Die zweite Neuigkeit hat auch was mit den Lockerungsmaßnahmen zu tun und zurück zur Normalität, denn bis diese Woche, ich glaube der erste, also seit gestern darf man wieder alle Charaktere umarmen, berühren. Vorher war es ja nur die kostümierten Charaktere, also keine Face-Character. Die Prinzessin zum Beispiel, Mary Poppins gehört dazu. Das sind alles Face-Charaktere, die, wo ihr das Gesicht auch sehen könnt. Die konnte man bis zum 31. März nicht anfassen, nebeneinander stehen, knuddeln, was auch immer ihr mit ihren Charakteren macht. Autogramme haben sie bis dahin auch noch nicht gegeben. Ab 1. April hat sich das jetzt geändert, also seit gestern darf man alle Charaktere knuddeln, umarmen, sie geben Autogramme, also back to Normalität, sagen wir mal so. Deswegen hat auch seit gestern der Princess Pavilion wieder offen. Vorher war der Princess Pavilion ja einfach nur ein Stuhl, wo ich hinsetzen konnte, mit einem schönen Hintergrund. Es war wirklich schön, aber ja, nicht so spektakulär. Seit gestern ist der Princess Pavilion wieder für euch geöffnet. Und auch Meet Mickey ist in seinem ursprünglichen gedachten Meet and Greet wieder vorhanden, also in seinem Garderobenzimmer im Meet Mickeys Haus. Vorher war es ja so, dass die Charaktere auf der Bühne standen und ihr konntet vor der Bühne stehen und dann halt Selfies, Fotos machen. Das ist jetzt wieder über Bord geworfen worden, hat sich wieder geändert zur Vor-Corona-Zeit, wo ihr euch ganz normal ansteht. Ich weiß nicht, ob da jetzt wieder Cartoons laufen in der Warteschlange, weil vorher liefen da immer Cartoons. Ob das jetzt wieder zurück ist, weiß ich nicht, aber ihr könnt auch wieder ganz normal Mickey treffen und auch natürlich wieder knuddeln, alles, was ihr wollt. Ja, also Princess Pavilion und Meet Mickey ist wieder back to
Normalität, das heißt nicht Normality, das ist das englische Wort. Ich würde sagen Back to Reality, aber das ist ja auch falsch. Egal, ihr wisst ja, was ich meine. Und Character Dining ist auch wieder zurück. Das heißt, Essen mit den Prinzessinnen und auch mit den Disney-Charakteren ist zurück. Das Café Mickey, da kommen wir gleich noch zu, hat nicht mehr geöffnet oder wird nicht mehr öffnen. Aber wie gesagt, kommen wir gleich noch zu dem Thema. Wo ihr jetzt Charaktere treffen könnt beim Essen, ist einmal das Auberge de Cendrillon. Da gibt es einmal Mittagessen und auch einmal Abendessen mit den Prinzessinnen. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, was die Preise sind. Die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Genau, da habe ich es gefunden. Also, Mittag- oder Abendessen bei den Prinzessinnen im Auberge de Cendrillon kostet 79 Euro für Erwachsene und 49 Euro für Kinder. Ja, es ist eine Stange Geld. Character Dinings ist wirklich teuer. Wir planen, ins Auberge de Cendrillon am 13. April zu gehen. Da werde ich natürlich auch ein extra Video für euch machen, hier auf meinem YouTube-Kanal, wie es da jetzt ist, wie das Essen ist, wie die Interaktion mit den Prinzessinnen ist, werde ich euch natürlich alles hier berichten. Wir haben eigentlich reserviert über die App, direkt am 31. März ging das. Aber dann war die App irgendwie down und wenn man jetzt guckt, ist alles ausgebucht. Also wir sind noch gar nicht so sicher, ob wir eine Reservierung haben. Nina hat auch nochmal parallel reserviert. Also eigentlich hätten wir zwei Reservierungen. Wir werden aber vor Ort auf jeden Fall nochmal nachfragen, ob das jetzt reserviert wurde, weil viele haben ja auch geschrieben, das klappt nicht mit der Reservierung. Also auch ein Tipp immer von mir, wenn ihr in der App keine Reservierung seht, auch fürs Downtown-Restaurant, geht vor Ort hin und fragt. Vor allem beim Downtown-Restaurant, das gibt's. Es ist gerade wohl in der App nicht verfügbar. Ihr könnt auch anrufen, aber am besten auch vor Ort einfach hingehen und fragen, wann vielleicht noch was frei ist. Da kriegt man eigentlich fast immer noch einen Tisch. Also ein kleiner Geheimtipp von mir, geht vor Ort nachfragen. Wie gesagt, wir sind am 13. April hoffentlich im Auberge und zeigen euch, wie das jetzt so alles vonstatten geht. Dann ist als Ersatz zum Café Mickey das Plaza Gardens jetzt auch beim Abendessen mit Character Dining. Früher war das Plaza Gardens ja nur beim Frühstück. Da gab es nur Frühstück mit den Charakteren und dann war es ein ganz normales Mittag- und Abendessen. Jetzt wegen Café Mickey hat sich das geändert. Im Plaza Gardens könnt ihr jetzt frühstücken mit den Charakteren und auch zu Abendessen. Wenn ihr da mittags hingeht, ich glaube es ist bis 18 Uhr, aber keine Garantie, dass sie Mittag essen können und ab 18 Uhr gilt wieder der höhere Preis. Also Frühstück mit den Charakteren kostet 41 Euro für Erwachsene und 35 Euro für Kinder. Ich habe noch Brina noch nicht gefragt, aber vielleicht machen wir das im Mai, wenn wir da sind, zum Depper Day, dass wir an dem Sonntag vielleicht im Plaza Gardens zusammen frühstücken gehen. Muss ich sie noch fragen, weil Reservierung habe ich jetzt auch noch nicht gefunden in der App. Werden wir wahrscheinlich dann im April nochmal beim Plaza Gardens nachfragen, ob wir für Mai eine Reservierung bekommen. Und das Abendessen für im Plaza Gardens kostet dann 69 Euro für Erwachsene und 36 Euro für Kinder. Wenn ihr eine Jahreskarte habt, bekommt ihr natürlich noch Rabatt. Ja, also es ist ein krasser Preisanstieg. Plaza Gardens kostet normalerweise mittags, ich glaube, 39 Euro mit Getränk. Oder 35, ich weiß gar nicht. Aber so zwischen 35 und 40 Euro, schätze ich jetzt mal. Das normale Mittag oder vorher auch das Abendessen. Jetzt halt 69 Euro, weil man Charaktere treffen kann. Ob das Essen jetzt auch noch besser ist? Ich glaube nicht. Also das Essen bleibt, glaube ich, gleich. Ihr zahlt halt nur den Aufpreis, um Charaktere zu treffen. Ist natürlich eine super convenient, also wie sagt man das? Ist halt sehr bequem. Man kann viele Charaktere in kürzester Zeit treffen. Beim Essen für Kinder ist es toll, aber es ist natürlich auch eine teure Angelegenheit. Soweit ich weiß, aber bitte nagelt mich jetzt darauf nicht fest, das hat Daniel in seinem Verpflegungsvideo auch nochmal erzählt. Also wenn ihr eine Verpflegungsoption habt, Halbpension, und ich glaube bei Halbpension Plus sind die Charaktere dabei, aber wie gesagt, nagelt mich darauf nicht fest, guckt am besten das Video von Daniel zur Verpflegungsoption, er hat da alles erklärt. Ich habe mich nämlich bei dem Thema noch gar nicht eingelesen und sein Video habe ich dazu auch noch nicht geguckt. Sorry, Daniel. Hole ich noch nach. genau, also wenn ihr Verpflegungsoptionen habt und vielleicht die Plus-Variante, könnt ihr Character Dining dazu buchen, aber da nochmal bitte erkundigen, bevor ihr hier mein Wort auf die Goldwaage legt. Also, ja, coole Neuigkeit. Character Dinings ist zurück. Das haben viele vermisst. Ich unter anderem auch. Auberge im April,
Dann gehen wir noch ins Walls am 11. Dann nehme ich euch natürlich auch mit der Kamera mit. Und im Mai dann vielleicht Character Breakfast im Plaza Gardens. Ja, eben schon mal kurz angeschnitten mit Café Mickey. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, und zwar das Disney Village wird erweitert, umgebaut, erneuert. Es gab ja schon immer Gerüchte zum Disney Village und jetzt ist es bestätigt, es bekommt eine Transformation sozusagen, so wie es Disney gesagt hat. Ein mehrjähriger Transformationsplan ist geplant, um das Disney Village-Erlebnis zu steigern. Ich hoffe, dass es sowas wird wie Disney Springs in Orlando, weil das ist ein riesen Entertainment-Komplex. Verschiedene Firmen, verschiedene Restaurants, also richtig cool. Und ja, da hat Disney jetzt die ersten Artworks gezeigt. Und ja, ich versuche das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen für euch. Also der Transformationsplan beginnt Ende des Jahres. Und ja, Disney Village soll eine zeitlose, familienfreundliche Umgebung sein. Tagsüber mit stilvollen Boutiquen und innovativen Restaurants. Und abends soll natürlich der Spaß und die Party nicht zu kurz kommen. Also, ob wir da jetzt dann nach Parkschluss immer Partys feiern, wir werden es sehen. Und auch wird eine Promenade, es ist ja schon eine Promenade da sozusagen, um den See herum. Aber das wird alles verbessert, erneuert. Es wird brandverbesserte Fußgängerwege geben, brandneue Fassaden, entspannte Terrassen, Innenhöfe und üppige Landschaftsgestaltungen. Alles wird, also es hört sich alles sehr gut an. Es wird vielfältige Restaurants und Geschäfte geben, Einkaufsmöglichkeiten mit aufregenden Marken der Welt. Also ich weiß, in Orlando ist sowas wie Sephora, Levi's, Zara, also ist alles, was man so kennt, gibt es auch in Disney Springs. Also wirklich so eine kleine Einkaufsmeile. Und das soll halt das ganze Theme Park Erlebnis verbessern. Ja, und jetzt kurz zum Café Mickey. Das wird nämlich umgebaut in, jetzt muss ich mal gucken, wie das, da steht es genau. Also Café Mickey wird umgebaut in Rosalie, eine französische Brasserie, die 2023 eröffnen soll, also nächstes Jahr. Es soll eine moderne französische Brasserie geben, auf zwei Etagen verteilt. Und man kennt wohl auch dieses Rosalie-Brasserie-Ding in Frankreich. Sagt mir jetzt bisher nichts. Aber ja, da wird es natürlich französische Speisen geben. Und muss ich sagen, das kam bisher in Disneyland Paris immer zu kurz, die französischen Speisen. Also Französisch kann man in Disneyland Paris bisher eigentlich noch nicht essen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was aus Café Mickey wird. Also ich bin sehr gespannt, wie das Disney Village sich in den nächsten Jahren verändert. Und sobald wir da mehr Informationen haben, bekommt ihr das natürlich auch hier in den News-Videos zu hören. Die nächste Neuigkeit ist der 12. April, da bin ich ja auch vor Ort, am eigentlichen Geburtstag von Disneyland Paris. Ich bin sehr gespannt. Und da gibt es ein Event, an dem ihr auch teilnehmen könnt, und zwar virtuell. Also der 12. April ist ja der eigentliche Geburtstag von Disneyland Paris und da gibt es ein Event vor Ort im Hotel New York. Das wird aber auch über YouTube gestreamt. Das werde ich dann auch nochmal auf Instagram gerne teilen, den Link. Also folgt mir gerne auf Instagram. Und wir werden als Inside Ears wurden wir eingeladen und dürfen vor Ort sein, aber nicht nur Inside Ears, es wurden auch Jahreskartentickets verlost, soweit ich das mitbekommen habe, glaube ich auf Facebook. Und ich glaube auch Shareholder dürfen auch dran teilnehmen. Also es ist nicht nur ein Inside Ears Event, aber wir wurden alle von Inside Ears auch eingeladen. Deswegen sind Brina, Daniel und ich dann auch bei dem Event am 12. April und vielleicht dürfen unsere Begleitung auch noch mit. Und wie gesagt, ihr könnt auch live dabei sein über YouTube. Und es heißt 30 Years of Celebrating 30 Years of Disneyland Paris with the Imagineers. Das Event geht, glaube ich, 2 Stunden. Und Imagineers wie Tony Baxter wird da sein. Der hat ja Big Thunder Mountain sozusagen erbaut, also als Imagineer. Oder Tom Morris war, glaube ich, War er für Phantom Männer? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, Tony Baxter wird da sein. Beth Clapperton ist Art Director. Tim Delaney, Show Producer. Also einige bekannte Namen sind dabei von Imagineers. Und ich bin sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen. Vielleicht, also das ist jetzt nur meine Vermutung, aber bitte, ne, wenn es nicht so ist,
kein Blame. Vielleicht bekomme er das Datum vom Avengers Campus an dem Tag gesagt. Das wird natürlich passen, weil so Events wird es gerne mal veröffentlicht. Also schaltet gerne auf YouTube ein am 12. April. Es ist ein Dienstag, ist unter der Woche. Ich glaube, um 14.30 Uhr beginnt die Show. Aber wie gesagt, bekommt ihr alle Informationen nochmal auf meinem Instagram-Kanal. Genau, hier steht es von 2.30 Uhr bis 4.30 Uhr. Ich bin sehr gespannt. Kommen wir zur vorletzten News, und zwar zum neuen Merchandise. Das 30. Geburtstag-Merchandise ist ja ein sehr aufwühlendes Thema, wenn man das sagen kann. Vieles war dann direkt ausverkauft, vieles ist auch schon wieder reingetroffen. Zum Beispiel der Seifenspender war kurzzeitig ausverkauft, die Tasse, die Schüssel und die Flasche. Seifenspender, Tasse und Schüssel sind auch schon wieder da. Der Jersey ist immer noch ausverkauft, soll aber wieder kommen, also alle mal ein bisschen entspannen. Der Loungefly war ja gefühlt auch noch 3 Stunden ausverkauft. Der soll aber auch wiederkommen. Also, Piano. Vielleicht bekommt ihr noch das Merchandise, was ihr gerne haben möchtet. Und bei jedem Trip, den ich jetzt da bin, mache ich ein neues Merchandise-Video zum 30. Geburtstag. 2 sind schon online auf meinem Kanal. Verlinke ich euch gerne bei dem i. Wenn ihr immer sehen wollt, was es aktuell für Merchandise gibt und was es auch kostet. Also ich sage wirklich zu jeder Sache den Preis, weil ihr euch das gerne gewünscht habt. Nehme ich mir die Zeit bei jedem Trip und filme euch ein neues Merchandise-Video. Für nächste Woche ist auch schon wieder einiges neues Merchandise aufgetaucht. Und zwar die goldene Kollektion ist jetzt da. Ich sage euch mal hier ein Bild von den Ohren und vielleicht finde ich noch ein anderes Bild. Also die goldene Kollektion ist jetzt da. Alles mit Tinkerbell, T-Shirts, Poncho, alles Mögliche, und das gibt es jetzt auch im World of Disney. Ja, es hat ja angefangen, es gab das Merchandise nur bei Floras Boutique mit meterlangen Schlangen und Wartezeit von 2 Stunden. Dann ist es jetzt langsam ins Emporium gewandert. Da gibt es jetzt auch einiges an Merchandise und dementsprechend sind die Schlangen auch vor Floras Boutique gar nicht mehr vorhanden. Also man wartet jetzt gar nicht mehr. Es ist natürlich voll in dem Laden, aber man muss nicht mehr warten. Ja, also Floras Boutique gibt es jetzt das Merchandise im Emporium und jetzt auch im World of Disney. Und zwar die goldene Kollektion und auch die lilane, die andere, die es bisher auch immer gab, gibt es jetzt auch im World of Disney. Die goldene Kollektion habe ich noch nicht im Park gesehen. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern, bis nächste Woche, bis ich da bin. Wir werden aber am Sonntag schon ins Village fahren, um uns das neue Merchandise im World of Disney anzuschauen. Ich möchte mir natürlich auch ein paar Sachen von der goldenen Kollektion kaufen. Und da werde ich natürlich auch wieder ein neues Video für euch drehen. Ein aktuelles Merchandise-Video. Und die Pins für den April wurden auch bekannt gegeben. Zeige ich euch gerne mal hier ein Bild. Haut mich jetzt aber auch nicht um. Also für den 12. April sind jetzt gar keine tollen, besonderen Pins. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Am 16. April, muss ich sagen, gefällt mir das Lanyard für die Jahreskarten, aber das ist mit Liberty und ich bin eh nicht da, also werde ich es wahrscheinlich eh nicht bekommen. Ist aber nicht so wild und ich bin ja eh nicht so der Pinsammler, aber vielleicht interessiert es ja euch. Ja, und kommen wir zur letzten Neuigkeit und wahrscheinlich der Neuigkeit mit dem größten Diskussionsbedarf: die Jahreskarten. Ja, die Preise für die Jahreskarten wurden erhöht und auch ein paar Goodies wurden uns genommen. Aber natürlich erst ab der neuen Jahreskarte. Also ich habe meine jetzt im Februar gekauft und meine Konditionen gehen dann noch bis nächstes Jahr Februar. Aber wenn ihr euch jetzt eine kauft, gelten im Prinzip die neuen Preise und auch die neuen Konditionen. Kommen wir erstmal zu den Preisen. Die Preise wurden zwischen 20 und 40 Euro erhöht. Bis auch bei Magic Plus. Magic Plus wurde um 40 Euro erhöht, alle anderen um 20 Euro. Also die Discovery kostet jetzt 229 Euro. Die Magic Plus kostet jetzt 319 Euro. Magic Flex 319. Die Magic Plus kostet jetzt 369 Euro. Und die Infinity kostet 499 Euro. Ja, ich muss sagen, die Preiserhöhung stört mich jetzt nicht so sehr, finde ich human. Jetzt zum 30. Geburtstag wird viel geboten. Der Avengers Campus kommt dieses Jahr noch. Deswegen finde ich das völlig human mit den 20 bis 40 Euro. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die mich schon ein bisschen triggern, muss ich sagen. Denn einige Konditionen fallen weg, vor allem bei der Infinity-Karte. Und ob sie sich dann lohnt im Endeffekt, muss ich dann mal schauen. Also erstmal werden die Preise für die Freundestickets erhöht. Ich weiß nicht, ich kaufe so selten Freundestickets, aber in der Hauptsaison waren die jetzt um die 52 Euro um den Dreh.
und Nebensaison, ich glaube 39, aber bin da nicht so im Business. Aber jetzt werden sie 42 Euro in der Nebensaison kosten und 61 Euro für die Hauptsaison. Ja, es ist immer noch eine Ersparnis, wenn man sich ein normales Ticket kauft. Aber ich muss sagen, diese Freundestickets-Option ist für ein A. Weil man muss erstmal sich online reservieren und dann muss man noch vor Ort sich in so eine Schlange stellen bei den Walt Disney Studios. Und da ist immer so viel los. Und da könnt ihr teilweise, wenn es wirklich viel los ist, 1-2 Stunden verlieren und habt nichts davon der Magic Hour. Und also ich weiß nicht. Und jetzt mit 61 Euro, ich glaube, ihr könnt auch schon Tickets für 80 Euro kaufen. Ich bin mir aber jetzt unsicher. Ist jetzt, wenn man jetzt das Anstehen mit vergleicht und so, ob sich dann noch lohnt mit Freundestickets zur Hauptsaison, I don't know. Aber ja, auf jeden Fall, die Preise erhöhen sich. Dann wird es wohl keinen Buggy, also dieses Kinderwagen, Rollstuhlverleih und Gepäckaufbewahrung und die Tierpension fällt auch weg bei der Infinity. Also vorher konntet ihr kostenlos euch einen Buggy oder einen Rollstuhl ausleihen. Das habe ich immer genutzt, wenn meine Mama zum Beispiel mit dabei war. Der Rollstuhl war dann immer sehr praktisch. Das entfällt wohl jetzt. Und die Gepäckaufbewahrung habe ich auch hin und wieder mal genutzt. Ist ganz praktisch, wenn man es braucht. Und gut, die Tierpension habe ich jetzt noch nie benutzt. Ist jetzt nicht so dramatisch für mich. Ich habe jetzt noch nie ein Tier mit nach Disney in Paris genommen. Ja, und was auch wegfallen soll, der Infinity-Parkplatz. Also Parken wird weiterhin kostenlos bleiben wahrscheinlich, aber vorne dieser VIP-Bereich fürs Parken hinter der Schranke für Infinity-Jahreskartenhalter soll wohl auch wegfallen ab nächstem Jahr. Ist immer sehr praktisch, wenn man sehr nah, also der Parkplatz ist ja riesig und wenn man dann, konnte man, wenn man später gekommen ist, auch noch vorne parken und sonst muss man immer ganz hinten parken und ach. Ja, das sind wohl die neuen Konditionen der Jahreskarten und das 3-Tage-Reservierungssystem bleibt weiterhin geltend. Das bleibt uns leider erhalten, auch wenn viele da sich dagegen aufstellen, es total kacke finden sozusagen. Ich finde die 3 Tage echt zu wenig. Also es hätten mindestens 5 sein können, aber so ist es, wir müssen mit den Konditionen leben. Entweder wir leben damit und akzeptieren sie, können uns ein bisschen drüber aufregen, aber seien wir mal ehrlich, also ich werde immer noch eine Jahreskarte mir kaufen, auch wenn die Konditionen wegfallen. Oder man ist halt dagegen, man kauft sich keine Jahreskarte und kann dann halt nicht mehr so oft in den Park fahren. Muss man für sich selbst entscheiden. Und die Konditionen gelten jetzt wohl erstmal bis 3.10.2022. Also es gibt immer so ein halbes Jahr, gelten dann die Konditionen. Was dann im Oktober dann passiert, wir werden sehen, ob dann vielleicht die super teuren Jahreskarten kommen. Das ist ja auch immer so, gerade im Spekulationsthema, dass so eine super duper Jahreskarte kommt für über 1000 Euro. Aber alles Spekulation, ob es wirklich kommt, sehen wir dann im halben Jahr. Und erstmal müssen wir, also wenn ihr den nächsten halben Jahr eine Jahreskarte kaufen wollt, müsst ihr mit den Konditionen klarkommen. Ja, könnt ihr mir gerne unten kommentieren, was ihr zu dem Thema sagt. Lasst uns gerne mal unten diskutieren. Ja, und das war mein News-Video vom 2. April 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch weitergeholfen für euren nächsten Disneyland Paris-Trip. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder, denn Disneyland Paris steht ja wieder vor der Tür und dann gibt es ganz viele Videos noch und ich habe morgen ganz viele Videos in der Pipeline. Also gerade ist sehr viel los auf meinem Kanal. Ist halt gerade so. Es wird irgendwann wieder ein bisschen ruhiger werden, aber gerade kann ich euch mit Content voll bombardieren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!